Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben uns heute hier versammelt, um zwei Trinkspiele zu testen, zu erklären, für die man ein Blatt, ein einfaches Skatblatt braucht. Und aufgrund der Tatsache, dass ich noch nie ein Trinkspiel gespielt habe, gebe ich mal ab bezüglich der Erklärung. Okay, das neue Spiel heißt Zirkeln, Circle of Death, was weiß ich. Und wir haben gegoogelt, davon gibt es verschiedenste Varianten. Und im Endeffekt kann man sich so die Regeln ein bisschen selbst zusammenstellen. Das ist eine Mischung aus Wikipedia-Eintrag und so, wie wir es in Erinnerung haben. Muss ich jetzt hier also im Kreis die Karten legen? Die müssen jetzt hier rüberkommen, ja. Ich glaube, alle, ja. Ich sehe schon, wer das Video sponsert hier, Wikipedia. Und die Kühler. Das schneiden wir raus. Ja, das macht ja keinen Sinn, wenn wir alle dann, wenn wir hier was rein. Du musst dir kein Kunstwerk fassen. Und Polarhorn. Wir müssen, dass wir dann alle nur Bier da reinpacken. Ja, natürlich nicht der Sinn der Sache, das ist richtig. Denn, dass wir dann. Na dann, ja, keine Ahnung, es ist alles irgendwie bestimmt. Ich will weder Cola. Das ist doch kein Kreis. Cola mit Wodka noch mit Gin saufen. Du kannst auch nur Gin saufen. Gin-Wodka? Nee. Gin-Wodka. Was haben wir da gemischt? Weißen Rotwein. Das war nichts Gutes auf jeden Fall. Havanna mit Wodka. Ja. Hört sich schlecht an. Ist es auch. Ja, wir suchen uns wieder irgendeinen Idioten aus, der anfängt. Und dann werden die Karten, die aufgedeckt werden, haben eine besondere Bedeutung. Das sind im Prinzip alles Trinkregeln, ja. Also, bei der 7. Geht ums Trinken. Ja, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Also, bei der 7 muss der linke Nachbar saufen. Bei der 8 hat man eine Klokarte. Nur mit dieser Klokarte darf man das Spiel während des Prozesses verlassen. Und bei 9 sucht man sich eine Kategorie aus und dann müssen reihum dann immer was dazu gesagt wird. Was heißt mal rum? Also, wenn jetzt Steger eine Kategorie zieht, dann sagt er hier, yo, Automaten, fängt an mit Audi und dann geht's rum und dem keiner mehr einfällt, der. Also immer weiter im Kreis. Solange bis einem keiner mehr einfällt. Nein. Und dann muss der Gelackmeierte saufen. Achso, oder bis was doppelt gesagt wird. Hm. Ja, natürlich. Okay. 10 ist ja genau beschrieben, da steht trinken. Das heißt, jemanden aussuchen, der trinken will. Ja. Achso. Oder andere. Man kann es doch selber saufen, aber. Haben wir alle. Oder alle. Außer einem. Bei B wird eine. Bei C. B! Beim Bogen. Oder beim. Ja, doch. Beim Bogen. Beim Jungen. Beim Jungen darf man eine Trinkregel aufstellen. Zum Beispiel? Es darf nur mit. Der Klassiker, es darf nur mit links getrunken werden. Also die schon mal nicht. Und so ein Blödsinn. Also und dir das gilt bis zum Ende des Spiels oder bis ein neuer Bube? Ja, das ist optional. Also ich kenne es eigentlich so, dass ein Bube den anderen ablöst, so von der Regel, aber... Das ist wahrscheinlich einfacher zu merken. Das ist Klatschen für... Zu Bill, zu Armes, so das Klatschen des armen Mannes ist das hier. So, wo war ich gewesen? Bei einer Q, also bei einer Dame. Da, wer die hat, ist der Question Master. Das heißt, man darf nicht auf die... Also, so machen wir es zumindest, man darf nicht auf die Fragen des Question Masters antworten, ansonsten muss man saufen. Beim König soll man einen Hieb von seinem Getränk in das ominöse Glas da in der Mitte füllen. Beliebig viel. Ein Hiebweiser. Ein Jugger. Okay. Jedenfalls. Und der letzte König, der aufgedeckt wird, ist der gelackmeierte König, der muss das schöne Glas da restlos austrinken. So. Muss der vorher von seinem Getränk da noch was reinmachen, bevor es trinkt? Das macht eine gute Frage. Ich würde sagen, ja. Na, kann er machen, aber. Wenn er sich ins eigene Bein schießen will, dann. Ich bin für nein. Also nein. Wir machen es. Nee, bringt nicht. Spontan. Okay. So, und beim Ass geht der Wasserfall los. Das ist das heißt, derjenige, der das Ass gezogen hat, fängt mit. Nee, alle fangen gleichzeitig an mit Ansätzen am Glas. Oder an der Flasche, optional.
Und dann dürfen alle Wörter müssen wir halt und derjenige, man muss dann hier Fliegenwechsel machen, hier, ich habe ja hier genug zur Auswahl. Leider nur zwei Arme, ja, schlecht. Und also derjenige, der das Ass gezogen hat, hört dann irgendwann auf. Erst wenn der aufgehört hat, darf dann der linke Nachbar aufhören. Und das dann. Und so weiter. Wer verliert, hat schon verloren. Der Jüngste fängt an, würde ich sagen. Bist du das? Nee. Nein, bitte. Juhu! Nee. Oh, der hat die Klokarte. Oh. Achso, und die legt man sich irgendwie ja, hin. Ja. Und dann verwendet man die einmal und dann legt man die auf Ablagestapel. Genau. Es ist zu vergleichen mit der Ereigniskarte bei Monopoly, wo du aus dem Gefängnis raus kannst. Erinnert nur, dass die viel cooler ist. Ja, du gibst sie auf, bis du auf Klo musst. Bloß, dass das Ding wesentlich okay. praktischer und Wert hat. Ja! Klokarte! Kann ich dir die für 500 D-Mark abkaufen? Das sind alle Karten, oder? Geh aber nicht über los. Du musst aber noch einen Markt machen. Oh, eine schöne Runde Cola Korn. Kann ich mal ganz kurz für das jetzt dein Getränk haben? Nee. Aber ganz kurz für Wasser. Das jetzt ein? Oh, nee. Ah, nee, warte mal, war das bei Wasserfall? Ja, stimmt, das ist bei Wasserfall. Ja, das ist meins. Reib mir nicht immer bei mir. Unter die Nase. Was passiert jetzt? Wasserfall. Alle fangen gleichzeitig an mit Trinken und es wird nacheinander abgesetzt. Wer hört zuerst auf? Du. Ja, das ist doch gut. Ja, klar. Okay. Einfach mal. Fertig? Okay, das war's. Alle 10. Achso, ja, entweder alle oder. Alle oder alle außer mir oder ich oder. Man darf Schlücke verteilen. Jemand. Man darf Schlücke verteilen. Nee, ja. Nicht 10. Also entweder alle trinken. Na dann, Bros, liebe Leute. Bist du mal ehrlich, ob der kommt? Der darf das Glas in der Mitte trinken. Okay. Das sind 30 Stunden. Und ein paar Explosionen möchte ich hier nicht dran. Aber so Regenbogen. Kategorien. Dann fangen wir doch mal mit Standard an, oder? Automarken. Audi. Skoda. Porsche. BMW. Toyota. Renault. Ford. Fiat. Ferrari. VW, Lamborghini, Bugatti, McLaren, Kia, Jeep, Hyundai, Suzuki, Citroën. Warum ist das Citroën nicht hier? hat noch schon Peugeot? Aua. Ich glaube nicht. Das ist gut. Das wird rausgeschnitten. also, das ist rausgeschnitten. Das fix wollen sie nix. Honda. Ja, Lexus. ja. Das ist Rewe, Junge. Subaru. Opel. Oh. Maserati. Königsweg. Dacia. BMW. Das hatte ich als zweites drin gehabt. Oh. Das heißt, ich muss eh einen trinken oder wie? Ja, du Ärmster. Ja, und jetzt? Ist fertig. Ja. Ich hatte noch was. Ich auch. Ich auch. Das ist eine Frechheit. Klokarten sind sehr fair verteilt. Das Problem ist, dass ich so nötig habe und ihr anscheinend nicht. Kann man die nicht gegen deine Was eine Aufgabe tauschen? Ja, du brauchst jetzt was in dein Glas. In dein Glas füllen. oh. Oder aber diesen Satz, den müssen wir mal drin lassen. Moin. Jetzt wird's übel. Oh, das sieht jetzt schon ekelhaft aus, Alter. So, Maya muss jetzt erstmal noch eine Runde Bus fahren, erstmal. Kannst auch noch nicht mitmachen. Man, man geht über los und extra Bier. Noch eine Klokarte, jawohl. Der mit der größten Blase hat zwei Klokarten. Schön. Ja, Cola. Cola-Korn. Cola. das wird rausgeschnitten. Und das wird rausgeschnitten. Dame mal, du bist jetzt der Question Master. Man darf nicht mehr auf seine Fragen antworten. Sonst muss es laufen. Hast du verstanden, oder? ja, du darfst jetzt einen Trinkregel aufstellen. Also. Ja, mit links. Oh, ein bisschen kreativer. Standard. Das hatten wir bis jetzt gehabt. Automaten und mit links trinken. Wow. Ein Bogen. Das ist Trinkregel, oder? Trinkregel. Jetzt darfst du dir mal eine schöne neue Trinkregel.
Habt ihr alle mit links getrunken? Ich habe ja, wenn keiner aufpasst, dann ist es zählt. Sehr lustig gewesen. Also ich musste nicht trinken. Schreibt es in die Kommentare. Das muss ich auch schreibt es in die Kommentare, wer verkackt hat. Gibt es jetzt das eine neue Regel? Du musst jetzt eine neue aufstellen, ja. Wahrscheinlich hat jetzt sogar auch jemand auf Wittes Fragen geantwortet. Und keiner hat es gekriegt. Und die andere, die andere mit Kopf hält? Ja, ja, ich bitte es auch einmal. Dann mit rechts. Bringen wir hier doch okay. Vorher. Nichts ändert sich. Alles bleibt beim Raten. Bin ich dran? So, was das Schöne ist, wird er nur links getrunken. Folgefehler, das sehe ich. Ich glaube, ich habe unbedingt getrunken, aber hat der Kinder gesehen. Das stimmt. Komm, nee, hast du nicht. Habe ich? Was bedeutet das? Okay, jetzt wissen wir. Du musst mit rechts trinken. Ja, nein, also die Konsequenz. Ja, ein Schluck. Okay. Was ist denn das? Ne 9. Haha! Kategorie. Ach so. Das hat aber auch gedauert, ey. So, jetzt mal. Okay, wir sind jetzt angekommen gerade. Hey, irgendjemand muss ja erstmal drauf reinfallen, bevor es hier. Sonst merkt es ja niemand. So, was nehme ich denn mal? Bier mal. Oh, nee. Ich fang an, Uri. Kühler. Abgelesen. Das ist frech. Einfach abgelesen. Krummi. Bex. Berliner. Berliner Kindl. Paderborner. Lübzer. Carlsberg. Ein gutes Gewässer. Sterni. Das andere Carlsberg. Welches? Ötti. Kreuzer? Trombräu. Sternquell. Pilsator. Flensbräuer. Welches? Sterni-Export. Was? Was? Export? Nee, Sorten durch. Ich hier was, warte, ich hier was. Kommi-Radler, Austesten. Weil du hast nur Bier gesagt. Biermarken habe ich gesagt. Mhm. Okay, das ist nicht Biersorten. Milchweizen. Ein Duff. War das jetzt nicht schon verkackt? Ja, doch. Ich bin Expert auch schon verkackt. Gesagt ist gesagt, würde ich sagen. Na los, kann ja nicht. Wir können aber noch ein paar Runden. Also, so. Da wäre noch ein bisschen was drin gewesen. Ja, nope. Das stimmt. Ja, klar, ich wollte nämlich ein schönes Punkt nur raushauen. Ich wollte gerade Stier sagen. Also. Ich bin jetzt erstmal nur bei den Schlechtern. Bremen, Alter! Bremen, Perlmacher Strong! Ja, und Ratskrone schon gesagt von? Nee. Du hattest das, ne? Schneckengift. Was? Du hattest das? Ja. Jo. Lautet die Regel? Oh, I see what it is. Jetzt bist du Pandomime, Mann, du. Haben wir mal einen Stift? Nein, Moment, bitte darfst du meine Klokarte benutzen? Nö. Regel! Gleichberechtigung für alle, da bin ich dabei. Oh, nee. Gut, du musst die Fresse halten. Okay, das ist eine gute. Nee, ich glaube, das war eine Grundregel, dass die Regel nicht einzelne Leute betreffen darf. Ach so, ja. Und keine Klokarten. Na, das sind ja wir hier, die einzelnen Leute. Ich glaube, das mit den Klokarten ist auch nicht ganz rechtens, wenn ich mir so meine zwei Klokarten hier angucke. Jeder trinkt jetzt einmal, der trinkt einmal mit links und dann noch einmal mit rechts. Hä, aber musst du dann dreimal trinken? Ist die Reihenfolge wichtig? Also, erst mit links und dann mit rechts, ist das egal. Ach nee, das wird ja überschrieben. Ich dachte jetzt, du brichst damit die Regel und musst dann nochmal trinken. War das jetzt die feste? So, der erste Kasten ist wieder leer. Hä, das war nicht der erste. Psst. Was war die 10? Alle Hit. Trinken? Ja. Okay, alle trinken. Meine Hit. Wodka Cola Hit. So, drei Leute haben hier nicht mit rechts und links getrunken. Ja, genau. Scheiße. Also jetzt nochmal mit rechts und links. Das zählt. Wo vorne hängt? Hier war das schon. Das schmeckt überhaupt nicht zusammen. Was nehmen wir? Scheiße, ich hab geantwortet. Jetzt bin ich erstmal aus. Nicht mit links und rechts. Hä? Ich wollte gerade so sagen, dann ich dachte, ach so, ne? Oh, will er doch auslaufen. Hä? Ja, das setzt sich, guck mal, das zersetzt sich schon. Guck mal, wie jeder nicht das ist, Alter. Hey,
Oh, wow. Ja, guck doch mal, wie widerlich das aussieht. Ist das Spiel dann vorbei? Was ist da passiert? Na, eigentlich ist es noch nicht vorbei, ja. Aber nein, aber was ist da passiert? Noch ja, naja, das ist ein kleiner Schluck Cola drin. Und da nimmt man die Ausfällung des Hopfens, klar. Ja, was muss ich machen? Austrinken, die Scheiße. Laufen! Können wir. Ich hab nicht umsonst abgeworfen. Hast du links und mit rechts? Ja. Offensichtlich hätte ich das ja nicht machen können. Ich wollte nach Ostern anmerken, weil er abgesetzt hat, kurz gewartet hat und dann die Hand gewechselt hat. Ist jetzt vorbei? Hast du mit links und mit rechts? Naja. Ich glaube, eigentlich ist es vorbei, aber die letzten vier Karten können wir so noch durchziehen, ja, oder? Ist das Spiel? Wir sind fertig. Voll du darfst jetzt wieder nochmal nehmen. Du darfst ja ein schön rollendes Erwachen. Ich hoffe, wir konnten es halbwegs logisch erklären und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was daraus gelernt. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video. Wieder die Kommentare, wenn ich bitte darf. Oh. Wie bitte? Ich bitte das. Ja, okay, schon drin. Da ist nicht mal ein R drin. Man muss jetzt in jedem Wort ein R einbinden. Das dauert nur eine Weile jetzt, oder? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ja, ich verlinke alle, wenn sie wollen, hier unten drunter. Und schreibt mir auf MySpace. Ebenfalls like meine Playlist. Mein letztes Video und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und ja, bis dahin. Prost, Premium.